Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051 und Mavia, hi. Oh, und ich habe es noch geschafft, rechtzeitig ins Bett zu kommen. Ich habe volle Energie und wir haben ein Grünschnabel-Achievement bekommen. Falls es dir aufgefallen ist. Nee, Grünschnabel-Achievement habe ich keins bekommen. Irgendwas mit 15.000. Ja, wir haben insgesamt schon 15.000 erwirtschaftet. Ah, okay. Man müsste hier mal irgendwie sortieren. Hust, hust. Ja, sortier du mal. Ich gehe hier mal... Gießen? Gießen. Ich und sortieren, du weißt, das ist eine blöde Idee. Ah, links sind jetzt die Fische. Gut. Hier haben wir alles mögliche drin. Gemüse, Bauzutaten. Steine, Samen. Was ist das denn? Standarddünger. Ah. Verbessert die Qualität des Bodens ein wenig. Ja, das, ich glaube, wenn du eine Goldpflanze hast, dann ist es doppelt so viel wert oder sowas. Auf jeden Fall mehr wert. Ich glaube, die Goldpflanze ist doppelt so viel wert und Silber irgendwie die Hälfte. So eine alte Erinnerung von mir, aber das kann natürlich sein, dass ich das alles geändert habe. Sagen wir mal so Pi mal Daumen. Ich muss Gras noch dahin hier. Naturgut heißt das Zeug. Lust auf Sortieren, das ist furchtbar. Ich bin da grottenschlecht drin. Genau deswegen, muss aber gemacht werden. Deswegen, genau deswegen soll ich das machen. Eine Sache, die will man nicht machen, aber ist froh, wenn man sie gemacht hat. Hm. Wenn alles sortiert ist und alles da ist, wo man es dann auch findet und nicht ewig suchen muss. Ich finde hier alles. Ja, nach ewigem Suchen. Genau. So. Und jetzt gehe ich mal noch in die Mine und hol mir die geile Schaufel. Hier ist das der Recycler. Ja. Na, da ist jetzt der Platz für den Hund. Der freut sich. Gut, dass man ihn weder füttern noch. Ja. Dass man ihn weder füttern muss, noch ihm was zu trinken geben muss. Ich würde sagen, man muss ihn nicht füttern und nicht wassern, aber das klingt dann irgendwie gießen. Ja, du kannst ihn. Glaube ich, aber es ist irrelevant. Was, ich kann ihn gießen? Die Schüssel kannst du Wasser reinmachen. Ah, ja. Okay. Den Hund. Kannst du gießen, aber das ist noch unnötiger. In der Schüssel ist dann wenigstens Wasser drin. Oh, jetzt hätte ich uns gewusst, wo der begossene Pudel herkommt. Oh. Och, jetzt machen die erst um 14 Uhr auf. Ja, leck mich doch am Sack. Meine Güte, dämliche Gilde. Oh, sagt, räumt auf und dann ist so ein Fubbes hier. Unfassbar. Mehr Ordnung als vorher. Nee. Nicht genügend, aber mehr als vorher. Gehen wir noch ein bisschen erkunden. Du bist Mr. Entropie personifiziert. Mrs. Entropie, bitte. In den ganzen, in der, dieser ganzen Minenkiste. Blumenkohlsaat. Ein Schammers. Oh, sei nicht böse, ich bringe dir ein paar Narzissen mit. Narzisst ja gleich eine. Wow, ich habe eine goldene, eine silberne und eine normale. Zwei normale. Ich glaube, die waren in der ersten Kiste. Also, nach den Fischen. Wann funktioniert eigentlich der Bus? Keine Ahnung. Da passen gar nicht alle Narzissen rein. Wo hättest du denn gern die Samen? Mach eine neue Kiste im Notfall. Und mach bitte mal eine Kiste, wo sämtliche gewachsenen Sachen reinkommen, die du aufheben willst. Das ist die letzte Kiste. So eine... Okay. Da ist noch anderer Schammers drin, aber... Ja, eben, das ist das Problem. Ich hätte gern
hätte gerne Kisten, die dediziert für nur einen bestimmten Zweck sind. Okay, die letzte Kiste eindeutig. So. Oh, jetzt kommt der Hund mit spielen. Nein, doch nicht. Er ist ein wenig herumgetollt. Jetzt habe ich kurz in den Kopf in die Kiste gesteckt und zack, ist es zu spät. Tudu. Ein Eichhörnchen. Schade, weg. Das kann man bestimmt braten und essen. Hm. Hier bei RimWorld oder was? Hm. Ein Intermesser. Erhöht die Waffengenauigkeit, die man ganz nicht daneben schlagen kann. Warte, ich tausche 4 bis 8 gegen 9 bis 17. Oh. Das nenne ich doch mal geil. Jetzt kann ich hoffentlich diese komischen Zombies da unten besiegen. In Level 35, 40? 35. Dann kommen wir vielleicht heute mal in die 40 runter. Hm? Leider ist es immer noch dunkel hier. Nein. Ich mache jetzt 7 bis 9 Schaden und nicht nur... einen. Das lohnt sich doch direkt. Außer, dass es hier nirgendwo weitergeht. Hm. Geht es jetzt da unten auch nicht weiter, oder? Nein, ein einfacher Minenlevel. Finde den Ausgang. Da ist er. Ich frage mich immer, wo in dieser Höhle so wahnsinnig der Wind zieht. Ja. Ist diese riesige Winddurchzugsanimation, Geräusch, ist keine Animation. Und dann fragt man sich, ja, wo kommt der Luftzug denn hier? Ich bin so weit unter Tage. Diese Viecher kommen noch aus dem Boden raus. Die Fledermaus hat jetzt eine Zusatzleiter getroffen. Toll. So muss es sein. Ah, jawohl. Eine Kohlelore. Erz abgebaut und was ist? Ich finde die Leiter. So was Blödes. Tudu. Jetzt habe ich eine Windspitze gefunden. Super, ein Schwert gekauft, um eins zu finden. Kann ich dir eins mitbringen? Oh, hä? Interessant, Windspitze. 1 bis 5 Schaden, plus 10 kritische Kraft und plus 5 Gewicht. Okay. Ist das Schwert dann so schwer, oder? Kann ich dann mehr getragen? Ich kann das Gewicht halt hier nicht einordnen. Naja. So, 19 Uhr. Oh, die Zeit geht in der Mine immer so schnell um. Ich habe eine Schleuder! Level 40 erreicht. Benötigt Steine als Munition.
Und zack, es ist nicht mehr kalt. Jetzt gibt es Eisen. Und jetzt bin ich echt arm dran mit dieser Spitzhacke. Oh. Zwergenschriftrolle. Ein Artefakt. Oh, super. Ich dachte schon, die 3 steht für was besonders Gutes. Aller Minecraft Stufe 1, 2 und 3. Muhaha, nein. Es gibt jetzt springende schwarze Bällchen. Die rennen weg. Jetzt kommen sie wieder. Und jedes schwarze Bällchen hat eine Kohle getroffen. Mitnehmen? Hier, lass. Kann man haben. Okay, Eisenerz baut sich beschissen ab. Ja, müsstet ihr als nächstes wohl die Spitzhacke upgraden müssen. Das kostet auch wieder 2000. Ja. Ja, aber jetzt sollten wir vielleicht doch langsam mal, oder? Ja, was? Nee, ich hätte gesagt, jetzt langsam das Geld sparen, weil der nächste Monat kommt, oder nächste Jahreszeit. Aber wir haben hier noch ein ganzes Feld, das wird uns garantiert hoffentlich massenweise Geld bringen. Irgendwie bin ich heute mit der Performance nicht so zufrieden. Ich habe das Gefühl, es ruckelt die ganze Zeit. Du solltest auch langsam wieder zurückkommen, es ist 20 nach 10, ne? Oh. Ja, dann baue ich hier gerade noch die Erze ab und komme dann wieder. Hab ich auch schon mal gesagt, dann wurde spät ohne Ende. Nur Müll aus dem See. Was, du kriegst Kugeln? Nur Müll! Ja, nur Müll. Jetzt hätte ich das nächste Wort Nudeln vermutet. Ich habe noch ein Schwert gefunden. Alles, was wir mehr als zweimal haben, verkaufen. Oh, jetzt bin ich schon wieder zu spät. Ah, fuck. Ja, Mine verlassen. Meine Güte. Eieiei. Endlich ein Fisch. Jawohl. Also bei mir wird es sehr eng mit dem nach Hause kommen. Aber statt 10 vor 11 bin ich um 10 nach 11. Ich schaff's wieder noch nicht rechtzeitig. Wie ist es bei dir? Ich habe jetzt hier gerade noch eine Kuh geangelt, da waren Aquamarinen drin. Jetzt kann ich erst ins Bett. Ja, dann gute Nacht. Gute Nächte. Oh, hätte er nicht die dumme Frage gestellt, hätte ich es um 10 nachgeschafft. Naja, 5% weg. Spät ist zu spät. Uns fehlt ein Gold. Dumm. Wäre es nicht zu spät gewesen, hätte ich noch einen Fisch weg in die Truhe gelegt. Es regnet. Königin der Soßen macht auch nichts. Ich bin fertig mit Gießen. Ob du die letzten 2 Folgen irgendwas gegossen hättest. So, ich habe ein bisschen Werkzeug hineingelegt. Ich habe eine Kristallfrucht gefunden. Und die Schleuder kann ich auch noch hineinmachen. Ich habe Post bekommen. Ich verkaufe eine Hütte. Okay? Stups. Komm zu altem Haus. Stups. Bring Münze. Hutmaus. So. Oh, alles Liebe. Papa hat uns 400 Geld beigelegt. Noch ein Brief. Morgen ist Blumentanz. Wenn ich einen Partner finde, kann ich tanzen. Also wir tanzen morgen auf dem Blumenfest. Der Bürgermeister Luis. Blumentanz, lalalala. Opa hat mir 500 Gold geschenkt. Ah, jetzt habe ich auch den Erfolg Grünschnabel 15.000. Interessant.
Irgendwas ist da nicht synchron. Tja, sagt er, dass hier alles synchron laufen muss. So, du hast gesagt, du hast die 40 erreicht. Bei was? Ah ja, beim Level, ja klar. In der Minenlevel, ja, habe ich. Dann gehe ich mir die doch gerade mal abholen. Werkzeug. Hat noch eine Spitzhacke mitnehmen, die ja, okay. Und dazu noch ein paar Colas und dann ab in die Mine. Geht in die Mine und will Cola trinken, unfassbar. Ja. Kellerkind halt. Ich versuche mal, was die Zwergenschriftrolle im Museum gibt. Nimm den Aquamarin noch mit. Zu spät, ich bin schon da. Oder im Moment da. Wenn du das nächste Mal hingehst, der Aquamarin ist auch zum Spenden. Sehr gut. Aber es gibt neue Belohnungen. Und ich bekomme eine Schleuder. Sternfruchtsaat im Sommer, sehr schön. Wir können im Sommer eine Sternfrucht züchten. Juhu! Direkt der erste Stein ist eine Leiter. Sehr schön. Okay. Überall Kristalle. Es kommt nichts raus, wenn ich die zerstöre. Achso, im Level 40, ja, da sind so Eiskristalle, da ist leider selten irgendwas Nützliches drin. Erreiche den Grund der Mine, na super. Ich auch gerade gelesen. Ah, Fortschritt. Erreiche Hof bei Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche. Vielleicht sollte ich das mal noch machen. Ich glaube, Stufe 1 habe ich. Ich glaube sogar inzwischen Stufe 3. Ich kann nämlich ein Bienenhaus herstellen. Vielleicht sollte ich das auch mal austesten. Jetzt, wo ich Zeit habe. So, hatte ich die Samen drin da vorne. Ja. Vogelscheuche, nein, hier. 50 Holz, eine Kohle, 20 Fasern. Oh, das mit dem Holz wird schon fast eng. Und inzwischen haben wir endlich mal ein bisschen Kohle. Sodla, Vogelscheuche. Die mache ich gerade in die Kiste. Tiere aufziehen. Baue einen Hühnerstall, okay. Wie bauen wir den denn? Kann ein Bienenhaus bauen. Eine Treppe. Ah, da kann man sich damit nach unten cheaten in der Mine. Ja, mit Treppen kannst du direkt ein Level tiefer. Kannst du einen Hühnerstall bauen? Wahrscheinlich nicht. Ich soll halt einen bauen, aber ich weiß nicht, wie. Mayonnaise-Maschine kann ich machen. Ja, die kann ich auch. Aber dafür brauchen wir leider schon die Eier von den Hühnern. Ich gehe mal unten zu der Bautrolla. Die habe ich mir diesen Let's Play, glaube ich, noch gar nicht in Ruhe angesehen. Vielleicht kann die ja sowas machen. Ich bin schon wieder fast tot hier, energiemäßig. Die Cola bringt nichts. Und jetzt bekomme ich tatsächlich ein Tierbedarf. Heu und Heizgerät.
Melkkübel, Schafschere, dekorativer Heuballen. Die Cola bringt 13 Energie, das ist ja langweilig. Okay, die hilft irgendwie überhaupt nicht weiter. Die hat nur Farmbedarf. Irgendwo gab es doch die Frau, die für dich gebaut hat, oder nicht? Ja, das ist, glaube ich, die von unten. Hm. Immer noch da oben zu der anderen Frau. Ich meine, die hatte auch noch was. Übrigens gelesen, der Bürgermeister erzählt einem Intro nach dem Motto, ich komme nachts und hole die Sachen aus der Kiste ab. Warum kommt der nachts zu uns auf den Hof? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir schließen die Tür gut von innen ab. Hast du etwa Angst? Ja, so als kleines blaues Mädchen. Vielleicht liebt der Bürgermeister ja Avatar. Ich bin Level 44. Hallöchen. Aha, hier. Hofgebäude errichten. Hühnerstall. Boah, 4000 Gold, 300 Holz, 100 Stein. Da kannst du ja schon mal sammeln. Ah, Holz und Stein kann man auch kaufen. Ein einfaches Fenster, ein kleines Fenster. Walnussstuhl, Walnussbank, Walnusskommode, Tisch. Großmütterlicher Beistelltisch. Billigfernseher, Fernseher. Und 45, sehr schön. Blaupausen kannst du dir kaufen. Für Trittsteinpfad, Steinboden und Strohboden. Ich frage mich nur, ob der Steinboden innen liegt oder außen. Tja. Okay, also der Hühnerstall wird noch ein wenig dauern. Vor dem Sommer wird das gar nicht. Ich hoffe, kannst du schon mal ein paar Bienenhäuser aufstellen? Ich habe vergessen nachzuschauen, was die kosten. Wollte ich aber. Holz, Kohle, Eisenbarren, der Ahornsirup ist das Problem. Ich weiß nicht. Können wir denn schon Bäume anzapfen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Schau mal, ob wir überhaupt ein Ahornblatt oder sowas haben. Hier. Ahornsamen. Ich pflanze mal ein paar Ahornbäume. So. Ich meine gelesen zu haben, dass die immer in der 5 vom Numpad stehen müssen. Also sprich, der Baum braucht Platz. Das war's. Bäume angepflanzt. Dauert wahrscheinlich auch eine ordentliche Zeit, bis die gewachsen sind. Lagerfeuer, Holzpfad. Winkler 1 können wir bauen. Aber. Was kostet der Sprinkler? Nee, also ein so ein Tab kann ich zumindest noch nicht bauen. Ich weiß nicht, gibt's hier so ein Tab wie damals bei Minecraft überhaupt, oder? Ja, natürlich. Wie willst du denn sonst an so Ahornsirup kommen? Du kannst die dann an Bäumen, an ausgewachsene Baumstämme, kannst du die drumrum machen, da bekommst du alle paar Tage immer mal einen Tab oder so, oder einen Sirup. Okay. Das ist wie mit dem Honig, das ist halt so passiv. Du kannst einfach hinstellen und dann immer wieder abholen. Das ist natürlich praktisch, da müsste es nur erst funktionieren und möglich sein. Ich habe wieder alle Energie übrig, der Tag ist gleich wieder um.
Ich hacke mal noch schnell ein paar Bäume um. Ja, mache ich auch. Was pflanzen lässt sich ja nicht. Die alle die Fledermaus ignorieren. Die sie überhaupt nicht auf mich abgesehen hat. Fledermaus hat hier nichts zu sagen. Einfach ignorieren. Tja, sagt das der Fledermaus. Mach was du willst, ich ignoriere dich. So, da noch ein paar Bäume. Ja, mach du die Felsen, ich mach die Bäume, das ist eine gute Arbeitsteilung. Komme ich jetzt sogar noch Dioden bei raus? Hier aus würde ich dann so um 23:30 Richtung Bett gehen. Oh ja, in der Stunde kriegt man durch Bäume hacken so viel Energie weg. Wer hätte gedacht, also ich bin jetzt todmüde, ich lege jetzt die Sachen weg und gehe ins Bett. Du bist jetzt schon todmüde. Ja, ich hatte sowieso nur noch ein Drittel Energie. Ich komme auch ins Bett. Ich habe gerade auf die Uhr gesehen. Gut, das war mal zügig, das war's dann aber schon für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an dich fürs Mitmachen. News und Infos wie immer bei Twitter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen, Like oder Abo wären ganz nett. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye. Ja, 23:50 Uhr ins Bett. Wuhu. Konnt's gekonnt. Herstellungsrezept. Zapfahren. Sehr gut. Level, wie viel ist das? 3. Sammeln.